Spielzeug. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, jetzt zu filmen. Aber wir haben das Leintuch hergelegt, weil der Boden hier doch etwas rutschig war. Und für meine behinderte Schwester ist es dann schwierig zu laufen. Er rutschte schnell weg. Dann haben wir das Leintuch dahergelegt. Und plötzlich stürzten sich die Welpen drauf und raufen und zahen dran. Und haben gedacht, okay, das kann man filmen. So wie das da hier. Toni als neue Nanny. Thank you.
Na, du erzählst mir doch nicht, dass es bald losgeht. Unsere Brookie hat eigentlich erst in 4 Tagen Termin für die Geburt. Ja, vielleicht ist sie einfach nur warm. Zeller will die anderen zudecken. Sehr fürsorglich. Okay, es müsste jetzt nicht mit dem Teil sein, wo einer draufpinkelt hat, aber ja, auf so Kleinigkeiten achtet man halt nicht immer. Und die Lilly liegt da unten in aller Seelenruhe und schläft. Die kriegt es gar nicht mit. Wo unsere 2 Kleinen sind, weiß ich auch im Moment nicht. Die werden auch irgendwo liegen und schlafen. Denn die sind jetzt immer bei den Großen mit dabei. Tag und sogar auch in der Nacht. Die ersten Tage habe ich sie nur tagsüber dazu gelassen und nachts nicht. Weil ich Sorge hatte, wenn da Raufereien entstehen und der Henry irgendwie untergebuttert wird, dass ich es nicht mitkriege, wenn ich schlafe. Hat aber so gut funktioniert, tagsüber immer, dass wir es jetzt auch nachts machen. Und unseren beiden Kleinen gefällt das richtig gut. No, wer besucht mich denn da? Der Boni. Der Boni. Oh oh. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, man sieht, da fehlt nicht mehr viel und dann können sie aufs Sofa raufklettern. Muss ich die Scheiben wieder wegtun. Gewinnen. Fertig bin mit Filmen. Dankeschön. Sehr lieb. Unsere Hunde dürfen natürlich bellen, gar kein Thema, zumindest mal tagsüber. Nachts ist es dann schon eher ein Thema, wo man sagt, zumindest nicht zu lang und nicht zu laut. Aber tagsüber das. Dafür sind wir extra etwas außerhalb gezogen, damit sie da jede Möglichkeit haben, sich auszudrücken, ihre Meinung kundzutun. Spricht der Toni mit dir? Ich glaube laut und deutlich, naja laut nicht unbedingt, aber sehr deutlich. Der sagt, nimm mich hoch und kuschel mich. Ja, ich glaube, das sagen jetzt noch mehr. Unser Enzo im schicken grünen Einteiler. Das ist die Mama von ihr. Mama und Tochter.
Ein Drei-Buben-Sessel. Das macht dem Toni Spaß. Babys ärgern. Aber solange er nicht zu heftig wird und vor allen Dingen solange die da mitmachen bzw. ihn immer wieder dazu auffordern, selber schuld. Gell, du Toni? Also der Fred liebt es, mit dem Toni zu schäkern. Na denn, bis heute Abend.